Vor rund 90 Jahren hat Peugeot mit der Zweier-Baureihe die für Peugeot typische Nummerierung mit diesen drei Zahlen und der Null in der Mitte eingeführt. Und jetzt, Ende 2019, dürfen wir den neuen Peugeot 208 fahren. Und das Fahrzeug ist im Gegensatz zum Vorgänger etwas größer geworden, es ist leichter geworden und ganz wichtig, zum Marktstart gibt es ihn nicht nur als Benziner und Diesel, sondern auch in einer voll elektrischen Variante. Und genau die schauen wir uns heute etwas später, aber dafür deutlich genauer an. Aktuell fahre ich die Top-Benziner-Version und das ist hier ein 1,2 Liter Dreizylinder-Motor. Der liefert 96 kW bzw. 131 PS und maximal 230 Newtonmeter Drehmoment und ist serienmäßig gekoppelt hier mit dem 8-stufigen Automatikgetriebe. Und das Paket, das funktioniert hier im Auto sehr ordentlich. Der Wagen beschleunigt sehr schön, ist recht flott und agil zu fahren. Und ganz wichtig dabei ist, ich habe hier im Auto nicht diese typischen Dreizylinder-Geräusche. Das heißt, auch wenn ich den Wagen höher drehe, wenn ich also stark beschleunigen will, dann ist eben dieses Schreien vom Dreizylinder überhaupt nicht wahrnehmbar. Und das liegt unter anderem daran, dass, wie ich finde, der Wagen insgesamt sehr gut isoliert ist. Für den neuen Peugeot 208 gibt es zum Marktstart drei komplett unterschiedliche Motorisierungen. Zum einen gibt es einen 1,2 Liter Benziner in drei unterschiedlichen Leistungsstufen mit 75 bis hoch zu 131 PS. Wichtig bei diesem Fahrzeug, hier wird entweder mit einem 5- oder 6-Gang-Getriebe manuell geschaltet oder aber in den höheren Versionen entweder auf Wunsch oder sogar serienmäßig mit dem 8-stufigen Wandler-Automatikgetriebe. Dann gibt es noch einen 1,5 Liter Dieselmotor, der hat 102 PS und der kommt immer mit einer 6-stufigen Handschaltung. Und es gibt natürlich das Auto, das wir fahren, den neuen elektrischen 208 und der hat 100 kW bzw. 136 PS maximale Leistung und läuft bis zu 340 Kilometer rein elektrisch. Der elektrische 208, der hat einen 100 Kilowatt starken Elektromotor an Bord, also 136 PS. Wichtig ist, das ist die Spitzenleistung. Die sogenannte Dauerleistung liegt bei 57 kW. Und das ist wichtig, denn das ist die Bemessungsgrenze für die Kfz-Versicherung. Außerdem hat er maximal 260 Newtonmeter Drehmoment. Und das sorgt hier im Auto schon für ordentlich Vortrieb. Wenn man hier das Gas durchtritt, kann man mal eben machen. Der geht schon, das macht schon richtig Spaß. Wichtig hier beim Auto ist Beschleunigung von 0 auf 100 in 8,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist, ich nehme mal an, elektrisch abgeregelt bei 150 Kilometern pro Stunde. An einer Haushaltssteckdose ist die 50 Kilowattstunden Batterie des 208 in rund 24 Stunden voll aufgeladen. An einer 4,6 Kilowatt starken Wallbox dauert es nur rund 11 Stunden und am 100 Kilowatt Schnelllader werden 80% in 30 Minuten nachgetankt. Der neue 208 kommt von vorne längst nicht mehr so, sagen wir mal, zahm daher wie sein Vorgänger. Ist mit 1,75 Meter Breite ganz klar zur Kategorie der Kleinwagen dazuzuzählen. Was vorne natürlich sofort auffällt, ist das aktuelle Tagfahrlicht mit dem typischen neuen Peugeot Säbelzahn-Design. Und wichtig beim Fahrzeug ist, in der Basis hat er nur Halogenscheinwerfer an Bord. Es gibt aber je nach Ausstattungslinie dann LED- bzw. Full-LED-Scheinwerfer. Und ganz wichtig beim Fahrzeug insgesamt, völlig egal, ob hier wie bei unserem elektrischen oder beim normalen, schaut euch mal das sogenannte GT-Line-Paket an. Das ist ein Ausstattungspaket, das ihr dazu bestellen könnt, kostet 2.100 Euro, hat extrem viel dann an Bord, macht das Auto vor allen Dingen deutlich schöner. Und ich zeige euch hier mal kurz die Liste, was da alles so dazugehört. Ganz wichtig bei unserem Fahrzeug, das ist der elektrische, also der 208e. Und der hat an der Front zwei Dinge, die ihn nochmal vom normalen Fahrzeug unterscheiden. Nämlich zum einen hat er im Kühlergrill nochmal die Wagenfarbe des Fahrzeugs mit aufgenommen. Und ganz wichtig, der Löwe vorne an der Front, der ist hier beim Fahrzeug zweifarbig. Der 208 kommt in der Basis auf 15 Zoll Stahlrädern daher. Es gibt aber bei der nächsthöheren Ausstattungslinie dann 16 Zoll Stahlräder oder bei der GT bzw. GT-Line sogar 17 Zöller Alu. Und das ist auch das, was hier bei uns auf dem Fahrzeug montiert ist. Außerdem ganz wichtig, mit 4,6 Metern ist das Fahrzeug jetzt 9 cm länger als der Vorgänger, ist aber 3 cm flacher. Und das sorgt einfach dafür, dass das Auto deutlich dynamischer daherkommt. Ein weiterer Grund ist, man hat die Frontscheibe weiter nach hinten versetzt und damit gibt man dem Wagen einfach so einen Push nach vorne. Und das macht eben bei dem Fahrzeug den großen Unterschied in der Seitenansicht. Ganz wichtig, beim GT bzw. GT-Line gibt es hier im Fahrzeug die Radkästen in schwarz, also glänzend schwarz. Und das sorgt wirklich dafür, dass sie einfach stärker ausgestellt wirken und der Wagen von der Seite deutlich kraftvoller daherkommt. Meine Lieblingsansicht beim neuen 208 ist schräg von hinten, denn da wirkt er einfach am kräftigsten, am spannendsten, wie ich finde. Und ganz wichtig, in der Ansicht kann man auch sehen, hinten in der seitlichen Säule das große E-Zeichen, denn wir fahren ja hier
den elektrischen. Wenn wir uns das Heck anschauen, dann sehen wir bei den Rückleuchten in LED-Technologie, dass wir wieder diese typische Drei-Krallen-Optik haben. Und ganz wichtig, wie zum Beispiel auch schon beim neuen 508, haben wir zwischen den beiden Heckleuchten diese glänzend schwarze Leiste, die dem Auto einfach von hinten nochmal Kraft verleiht. Ganz wichtig, wenn wir direkt von hinten aufs Auto schauen, ist, wir haben schön ausgestellte Radhäuser und die geben dem Wagen von hinten einfach nochmal zusätzlich Kraft. Bereits in der Basis hat der 208 die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme mit an Bord. Dazu gehören zum Beispiel ein Spurhalteassistent, ein Tempomat, Notbremsassistent und, was ich interessant finde, eine Verkehrszeichenerkennung. Es gibt aber deutlich mehr, was man dazu kaufen kann. Und so kann ich dann zum Beispiel auch einen adaptiven Tempomaten bestellen oder eben einen Spurhalteassistenten, der nicht nur dafür sorgt, dass ich nicht von der Fahrbahn abkomme, sondern der das Fahrzeug auf der Spur oder in der Spur hält, sodass ich quasi teilautonom fahren kann. Der normale Verbrenner als 208, der ist schon wirklich leise und sehr schön gekapselt, aber der elektrische, da hört man vom Motor fast gar nichts mehr, sondern ganz leichtes Surren. Und das Geräusch, das wir hier im Auto gerade wahrnehmen, das ist tatsächlich nur die Straße, denn der elektrische ist, wie man es haben möchte, flüsterleise. Ein wichtiges Feature im neuen 208 ist das dreidimensionale iCockpit, das es fürs Auto gibt. Wichtig ist aber, in der Basis hat der Wagen noch Rundinstrumente. Ab der Ausstattungslinie Allure bzw. bei der Ausstattungslinie GT gibt es dieses voll digitale dreidimensionale Cockpit. Und das wirkt ein bisschen verspielt auf den ersten Blick. Und vor allem, wenn man so durch die einzelnen Ansichten schaltet, die man sich aussuchen kann, dann wirkt es tatsächlich so, als würde immer wieder eine große Animation passieren. Aber Fakt ist eben, dass das Fahrzeug hier wirklich in mehreren Lagen, also zumindest mal in zwei Lagen, die Informationen präsentiert. Und das sorgt dafür, dass das Wichtige an Informationen tatsächlich immer vorne und immer sehr viel prominenter dasteht. Und wie Peugeot sagt, soll das sogar dafür sorgen, dass die Reaktionszeiten, zum Beispiel wenn hier eine Warnung kommt, die eben dann auch weiter vorne und prominenter dasteht, bis zu eine halbe Sekunde schneller sind als bei normalen Systemen. Darüber hinaus gibt es hier im Auto in der Mittelkonsole Bildschirme von 5 über 7 bis hoch zu 10 Zoll. Das ist der Bildschirm, den wir hier verbaut haben. Wirkt extrem groß in diesem kleinen Auto. Und ganz wichtig, wir haben im Auto insgesamt bis zu 4 USB-Ports. Einer davon ist bereits ein USB-C-Port. Und das finde ich sehr gut. Das ist nämlich die Mischung zwischen der aktuellen Welt und der Welt, die gerade neu kommt, sodass das Auto auch in 2-3 Jahren immer noch den passenden USB-Port liefert. Den 208 gibt es in den 4 Ausstattungsvarianten Like, Active, Allure und GT. Wer Wert auf Fahrspaß, Komfort und Technik legt, wird sich sicher für den 100 PS Benziner und die Allure-Ausstattung entscheiden. Zumal diese in Verbindung mit dem optionalen 2100 Euro teuren GT-Line-Paket fast schon eine Vollausstattung bietet. Die Materialien und die Verarbeitung hier im 208, die gehen für mich wirklich völlig in Ordnung. Wir haben natürlich, typisch Kleinwagen, viel Plastik. Also wir haben hier oben so ein bisschen Softtouch, aber der größte Teil ist Hartplastik. Ist aber in dieser Fahrzeugklasse überhaupt nichts Besonderes. Was Besonderes ist im Auto, das ist, wie das Ganze optisch wirkt, wie es angeordnet ist. Denn wir haben hier Oberflächen, die haben so ein bisschen Carbon-Look. Wir haben hier zum Beispiel diese schön rausgestellten Lüfterdüsen. Wir haben hier in der Mitte diese Klaviatur zur Bedienung unter anderem von dem Infotainment und auch von der Klimaanlage und ähnlichen Dingen. Und damit kriegt der Wagen einen ganz eigenen Look, einen sehr frischen und, wie ich finde, sehr modernen Look. Zum Thema Ablagen kann man hier im Fahrzeug sagen, er bietet das, was man braucht, was man erwartet. Ich habe hier an der Seite unten in der Tür eine vernünftig große Ablage, gilt natürlich auch für die Beifahrerseite. Ich habe hier in der Mittelkonsole 2 Becherhalter, dahinter ein kleines Fach unter der Mittelarmlehne und ich habe hier vorne noch ein Fach in der Mittelkonsole unten und habe oben drüber noch ein Fach, das man verschließen kann, dass man vor, sag mal, gierigen Blicken sich schützen kann. Und das Interessante bei diesem Fach ist, da drin ist zum Beispiel auch das optionale induktive Laden versteckt. Das Fahrzeug bietet unterschiedliche Fahrmodi und zwar Eco, Normal und Sport. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die Spreizung zwischen diesen Fahrprogrammen nicht wirklich groß und stark fühlbar ist. Man merkt es ein bisschen beim Motormanagement, also zum Beispiel eben zwischen Komfort und Sport, aber sonst merkt man nicht wirklich viel. Außerdem wichtig beim Elektrofahrzeug, ich habe 2 unterschiedliche Rekuperationsmodi, nämlich einmal den sogenannten D, also Drive-Modus, und wenn ich nochmal hier an dem Hebel ziehe, den sogenannten B, ich würde jetzt mal Batteriemodus sagen. Und da ist es so, dass im Normalmodus das Fahrzeug, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, so verzögert, wie man es von einem Verbrenner kennt. Wenn man in den B-Modus fährt, dann ist es eher so, wie man es vom Elektroauto erwartet. Das heißt, er rekuperiert stärker und verzögert damit stärker und bietet so eben die Möglichkeit, mit dem einen Pedal viel zu machen und nicht immer die Bremse nutzen zu müssen. Wir haben hier an Bord eine 50 Kilowattstunden Batterie und Peugeot gibt den Verbrauch vom Fahrzeug an mit 16,9 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer.
Den Wert haben wir nicht ganz erreicht. Bei mir liegt der Wert eher so knapp über 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, aber wie ich finde, immer noch ein sehr ordentlicher Wert. Wir sind allerdings hier in Portugal nicht so schnell unterwegs. Deswegen würde ich sagen, von den offiziell angegebenen 340 Kilometer maximaler Reichweite, zieht einfach mal über den Daumen 90 ab, dann seid ihr bei 250. Das sollte aber ein sicherer Wert sein. Das Platzangebot im 208 vorne für Fahrer und Beifahrer ist wirklich sehr ordentlich. Also selbst ich als großer Mensch sitze hier wirklich bequem, habe noch Kopffreiheit über, sitze bei den Beinen gut, Schulterfreiheit, das passt alles. Und sehr schön sind außerdem die Sitze im Auto, denn die bieten neben gutem Komfort extrem viel Seitenhalt. Also hier sitzt man wirklich sehr ordentlich. Wichtig ist bei dem 208, der hat eben auch wie die anderen neuen Peugeots das sogenannte iCockpit an Bord. Das heißt, ich schaue nicht mehr durchs Lenkrad, sondern übers Lenkrad vorne in das Cockpit. Das heißt, das Lenkrad ist relativ tief im Fahrzeug und auch relativ klein. Bei den anderen Peugeot-Modellen war das immer so, dass ich sage, es ist mir irgendwie zu nah an meinen Beinen, zu tief. Hier im 208 sitzt man aber gefühlt so tief im Auto, dass das Paket tatsächlich richtig gut passt und dass die Sicht vorne ins Cockpit überhaupt nicht eingeschränkt ist und man sich hier deutlich schneller daran gewöhnt als in den anderen Modellen. Der 208 bietet ein Kofferraumvolumen von 265 Litern mit aufgestellter Rückbank bis zu 1106 Liter, wenn man die Rückbank umklappt. Und wie man sieht, reicht das auch bei aufgestellter Rückbank ganz locker für unser Gepäck, das wir gerade dabei haben. Ein wichtiger Hinweis ist noch, wenn wir uns Wettbewerber anschauen, zum Beispiel der Seat Ibiza, der bietet bei aufgestellter Rückbank rund 80 Liter mehr Volumen, bei umgeklappter Rückbank rund 100 Liter mehr Volumen. Also da ist er jetzt nicht der Klassenprimus. Was aber wichtig ist, beim 208 ist es so, dass völlig egal, ob ich einen Verbrenner kaufe oder den Elektromotor, das Kofferraumvolumen ist identisch. So, ich fahre jetzt mal ein kurzes Stück mit dem Dieselmotor des 208 und der hat jetzt hier einen 1,5 Liter an Bord mit 75 kW bzw. 102 PS, 250 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist immer gekoppelt mit einem sechsstufigen manuellen Getriebe. Der fährt sich eigentlich ganz gut, der ist auch relativ ruhig, was ich sehr angenehm finde. Was ich nicht ganz so schön finde, ist die Schaltung, die ist für zum Teil so ein bisschen schwammig, finde ich. Ist aber sicherlich was, woran man sich schnell gewöhnt. Und was man hier ganz klar sagen muss, der sechste Gang, der scheint relativ lang übersetzt zu sein. Also wenn ich auf der Landstraße bei 100 das Pedal durchtrete, dann sagt er mir bei der Gangempfehlung, bitte sofort in vierten runterschalten. Nicht in fünften, sondern sofort in vierten. Das merkt man auch, wenn man im sechsten bleibt, dann ist er doch ein bisschen träger. Also dem fehlt klar diese Spritzigkeit, die wir zum Beispiel bei dem 130 PS Benziner oder bei dem 100 kW starken Elektrofahrzeug gespürt haben. Aber ansonsten finde ich, dass der hier auch einen sehr guten Job macht. Und ganz wichtig, wir haben hier einen angegebenen Verbrauchswert von, ich glaube, unter 3,5 Litern. Und man kann den sicherlich problemlos mit unter 5 Litern fahren. Und damit ist es halt ein Kleinwagen, der gleichzeitig noch richtig Sprit spart. Eine Sache gefällt mir hier im 208 nicht so richtig gut. Und zwar ist das die Lenkung, die eigentlich ganz gut und präzise genug funktioniert. Aber diese Lenkung hat in der Mittelstellung quasi immer das Bestreben, dort zu bleiben. Das heißt, wenn ich aus einer Kurve herauslenke, wieder in die Mittelstellung und darüber hinaus weiterlenken will, ich habe das Gefühl, da gibt es so einen unnötigen zusätzlichen Widerstand. Das ist einfach ja nicht nur angenehm. Mit einem Basispreis von 15.490 Euro für den 75 PS starken 208 ist der Peugeot kein Schnäppchen. Ein Seat Ibiza startet mit einem 80 PS Benziner bei 14.990 Euro und einen Ford Fiesta gibt es bereits ab 12.950. Das war meine erste Probefahrt im neuen Peugeot 208. Und jetzt mal so ein paar Sachen zum Auto, die mir richtig gut gefallen. Zum einen, ich finde die Optik von außen wirklich frisch, angenehm. Das gleiche gilt auch fürs Interieur. Wirklich sehr modern, gerade mit dem 3D-Eye-Cockpit und mit dem großen zentralen Display als Touchscreen ausgelegt mit 10 Zoll. Das macht in so einem kleinen Auto richtig was her. Außerdem sehr positiv aufgefallen ist mir die Fahrdynamik. Sowohl beim Benziner mit 130 PS wie auch jetzt bei dem elektrischen Fahrzeug, obwohl der je nach Ausstattungsvariante so 250 bis auf knapp 500 Kilo mehr wiegt als das normale Fahrzeug. Man merkt es beim Fahren eigentlich nicht wirklich. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, das ist das Thema Verbrauch. Denn wir haben hier bei unserem elektrischen tatsächlich fast den Wert geschafft, den Peugeot angibt mit 16,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und damit ist theoretisch auch die Reichweite von 340 Kilometern möglich. Allerdings ist wichtig, wir sind in Portugal, wir haben über 20 Grad Außentemperatur. Wir sind sehr ruhig und relativ langsam gefahren. Ich denke, wie schon während der Fahrt gesagt,
In Deutschland zum Beispiel werden wir da eher so bei 250, 260 Kilometern liegen. Reicht aber völlig aus für so ein kleines Auto, wie ich finde. Dann das Thema Preis. Der Wagen ist mit einem Einstiegspreis von rund 15.000 Euro immer noch rund 500 Euro teurer als zum Beispiel ein Seat Ibiza, ein direkter Wettbewerber, also kein Schnäppchen. Und ganz wichtig ist, wenn ich den elektrischen fahren will, der fängt halt bei über 30.000 Euro an. Und da sage ich ganz ehrlich, Einstieg in die Elektromobilität ab 30.000 Euro bei einem Kleinwagen, da werden wir sehen, was da dazu der Markt sagt.